Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das beschäftigt sich mit der direkten Frage. Zu Deutsch einmal was, qu'est-ce que und qu'est-ce qui und wer, qui est-ce que und qui est-ce qui. Das sieht sehr kompliziert aus, ist aber, wenn man es einmal verstanden hat, sehr einfach. Ich erkläre es euch. Und zwar, wenn man nach Sachen fragen will, also im Deutschen die Frage was, habe ich im Französischen nur zwei Möglichkeiten, nämlich qu'est-ce que, das heißt was, und damit fragt man nach Sachen, nach Tätigkeiten, nach Ereignissen. Und zwar ist diese Frage was das direkte Objekt. Oder beziehungsweise man fragt nach Sachen, die das direkte Objekt sind. Beispiel: Qu'est-ce que Pierre fait pendant la nuit? Was macht Pierre nachts? Woher weiß ich jetzt, ob die Frage das direkte Objekt ist oder nicht? Das erkenne ich am Infinitiv. Wenn der heißt faire quelque chose und da kein a oder de vor dem quelque chose steht, ist es das direkte Objekt. Ich habe das bei den Relativpronomen auch schon erklärt und es gibt auch ein Video zu direkten Objekten. Es ist hier genauso einfach wie beim Relativpronomen, nämlich beide Fragen nach Sachen beginnen immer mit que. Vorne habe ich in der Qu'est-ce-que-Frage habe ich also immer das que. Da braucht man gar nichts überlegen. Da steht, wenn man was fragt, immer das que. Erst beim zweiten que im Satz, also es Que unterscheidet man, und es funktioniert gleich wie beim Relativpronomen, danach, ob das Que das Subjekt oder das Objekt des nachfolgenden Satzes ist. Ist es das Subjekt, verwende ich qui, dann lautet die Frage qu'est-ce qui. Ist es das Objekt, dann lautet die Frage qu'est-ce que. Ich habe es nochmal in einer Übersicht zusammengefasst. Wenn ich nach Sachen frage, was? Ist das was das Subjekt des Satzes? Dann verwende ich Keski. Beispiel: L'école ne m'intéresse pas. Die Schule interessiert mich nicht. Was interessiert dich? Keski t'intéresse. Und weil der Satz Keski t'intéresse kein eigenes Subjekt hat, verwende ich hinten das qui und damit ist das Fragewort was das Subjekt des Satzes. Weil kein anderes Subjekt vorhanden ist, ist das Fragewort qu'est-ce qui das Subjekt, also verwende ich hinten qui. Wenn ich nach Sachen frage, die das Objekt sind, also wieder was, das direkte Objekt, dann verwende ich hinten que. Hierzu habe ich das Beispiel: Qu'est-ce que les enfants ont joué ce matin? Was haben die Kinder heute Morgen gespielt? Hier habe ich schon ein Subjekt in dem Satz, nämlich les enfants. Damit ist was das Objekt. Also verwende ich que. Und nach dem gleichen Prinzip funktioniert es auch, wenn man nach Personen fragt. Wer? Qui est-ce que? Fragt nach Personen. Qui est-ce que Pierre fait pendant la nuit? Was macht Pierre nachts? Beide Fragen nach Personen beginnen immer mit qui. Das ist jetzt der Unterschied. Zu wer? Wenn ich nach Personen frage, steht vorne immer qui. Muss man auch wieder gar nichts überlegen. Erst beim zweiten que unterscheidet man, wieder wie oben, beziehungsweise wie beim Relativpronomen, nach Subjekt und Objekt. Hat der Satz ein eigenes Subjekt, dann verwende ich que. Hat er das nicht, dann verwende ich qui. Also, wir fragen wer nach Personen, die Subjekt des Satzes sind. Pierre fait le devoir. Pierre macht die Hausaufgaben. Qui est-ce qui fait le devoir? Wer macht seine Hausaufgaben? Pierre. Der Satz hat kein eigenes Subjekt. Also ist qui das Subjekt und das ersetzt Pierre. Wenn ich frage, wen, frage ich nach dem direkten Objekt.
Hier fragt man nach Personen, die Objekt sind, weil der Satz schon ein Subjekt hat. Beispiel: Pierre a vu son frère. Pierre hat seinen Bruder gesehen. Wen hat Pierre gesehen? Qui est-ce que Pierre a vu? Hier gibt es in dem Satz a vu, Pierre a vu, schon ein Subjekt, das ist Pierre. Also ist wen das Objekt? Und es entspricht in dem Satz oben son frère. Und weil ich jetzt hier in dem Satz qui est-ce que Pierre a vu schon ein Subjekt habe, nämlich Pierre, verwende ich das que. Und die Gesamtfrage lautet dann qui est-ce que? Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit meinem Video. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr mir die gerne im Kommentar schreiben. Und ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Tschüss!